Jemand sieht einen anderen im Ramadan fasten. Entschuldigung, das Fastenbrechen. Er isst was und trinkt was. Wie reagierst du? Es gibt Leute, die sofort zu diesen Menschen gehen und verfluchen. Mit bösen Worten. Und das habe ich selber schon gesehen. Jemand hat gegessen und wurde sofort fast verprügelt. Und beschimpft. Der Zweite geht an ihm vorbei, sieht ihm, dass er isst im Ramadan. Tut so, als ob er ihn nicht sieht. Geht weiter. Und dann, wenn er unter Brüdern ist, sagt, wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Wisst ihr, wen ich gerade gesehen habe? Egal, er isst. Und ihr haltet ihn für einen Mu'min. Dieser und jeder. Und lästert über ihn. Und dann gibt es den Letzten. Und das ist derjenige, der das Fasten wirklich verstanden hat. Er geht zu ihm hin. Grüßt ihn freundlich mit dem Gruß des Islams. Und sagt ihm, mein lieber Bruder, ich habe eine Frage, bitte nimm es mir nicht übel. Ich habe dich gesehen, dass du isst im Ramadan, obwohl wir eigentlich fasten. Eine Frage. Und dann hör dir die Antwort an. Und wie oft ist das passiert, dass dieser Bruder, der gegessen hat, dir Folgendes sagt. Ja, Bruder, stimmt. Ich bin nicht von hier. Ich bin auf der Reise. Und ich bin vom Fasten ausgenommen. Ich muss mich stärken, Bruder. Und ich werde später inshallah nachholen. Schau mal, die bösen Gedanken, die man hatte, sofort unterbrochen. Nicht weiter gedacht, sondern gehandelt. Hat auch nicht geheuchelt, dass er weggeguckt hat und nicht angesprochen hat und feige gewesen ist. Nein. Für Allah hin angesprochen. Hat keine Angst. Nur vor Allah. Oder eine andere Entschuldigung, die wir haben, ist, dass er sagt, Bruder, ich bin krank. Und das habe ich selber gehört von einem Bruder, der auf dem Markt gegessen hat. Und die Leute haben ihn beschimpft und wollten ihn fast verprügeln. Und der Bruder sagt, Bruder, ich habe Zucker. Wenn ich nicht esse, sterbe ich. Der Arzt hat ihm verboten, dass er fastet. Wird unterzuckert, gibt Arten von Zucker. So hat er gegessen. Natürlich, der Bruder hat einen Fehler begangen. Und wir gehen auch an einige Schwestern auch. Wenn du schon entschuldigt bist, so sagen es die Gelehrten, dann sollst du versteckt essen und trinken, dass die Leute dich nicht sehen, dass sie nicht durcheinander kommen, dass sie nicht böse über dich denken. Vor allem unsere Schwester. Die werden, sperrt euch ein, esst und trinkt. Ihr seid vor Allah entschuldigt während der Periode. Bringt eure Kinder nicht durcheinander, dass sie euch essen sehen und trinken. Und wenn gefragt wird, warum isst sie denn? Warum isst Mama und meine Schwester? Dann sagen sie, was? Sie ist krank. Die Periode ist keine Krankheit. Und es ist nicht erlaubt, das zu sagen. Dann sagt das Kind, ich bin auch krank. So bringst du ihnen bei, das, was Allah ihnen gegeben hat, ist Krankheit? Ist keine Krankheit. Sei also aufrichtig. Und frag den Bruder, was ist passiert, Bruder? Wie kann ich dir helfen? Und wie gesagt, es ist oft passiert, dass er auch sagt, Astaghfirullah, oh, ich faste ja. Hat's vergessen. Das habe ich selber gesehen mit einer Frau, die fast geweint hat. Sie hat fast geweint, weil auf dem Flohmarkt gab es einen Gemüse- und Obststand. Und der Obsthändler hat ihr was angeboten. Kein Muslim. Und sie hat probiert. Ja, schmeckt gut, ja, kaufe ich davon. Und dann spricht ein Bruder oder ihr Mann sie an und sie spuckt das aus und fast ihr Gesicht hat sich geändert. Als ob Malikul Maut vor ihr stehen würde. So einen Schock hat sie bekommen. Und töbe, töbe, ja Rabbi, töbe. Türkische Schwester. Sie ist entschuldigt vor Allah.
Aber du hast schlecht über sie gedacht. Ah, trägt Kopftuch und fastet nicht, wusste ich es doch. Denk nicht so. Gehört zu dieser Kategorie von Muslimen, die das Fasten verstanden haben, die das Gebet verstanden haben. Das Fasten muss eine Auswirkung auf dich haben, genauso das Gebet. Wenn du betest und fastest und bist immer noch der schlechte Muslim wie vorher, dann hast du was nicht verstanden vom Beten und Fasten. Meine lieben Geschwister, es wird überliefert von einem großen Gelehrten, und das ist vom Imam al-Bayhaqi, der von Ja'far al-Sadiq, radiallahu anhu, überliefert hat Folgendes. Das ist kein Ausspruch des Propheten, sondern es ist eine Aussage mit Hikmah. Er sagte, wenn dich von deinem Bruder eine Nachricht erreicht, was du verabscheust, dann such für ihn eine Entschuldigung bis 70 Entschuldigungen. Und wenn du keine Entschuldigung findest, dann sag, vielleicht hat er eine Entschuldigung, die ich nicht kenne. Wenn du von deinem Bruder oder deiner Schwester etwas siehst, was du nicht magst, eine Sünde, wie konnte sie nur, wie konnte er nur, tut dir weh, sowas zu sehen, dann such nach einer Entschuldigung mindestens, bis du 70 Entschuldigungen erreichst. Und wenn du keine einzige findest, dann sag, er hat bestimmt eine, aber ich kenne sie nicht. Du musst sie auch nicht kennen. Du wirst nicht mit ihm abrechnen. Das macht Allah, der Herr der Himmel. Allahu Rabbul Alami. Allah wird mit dir und mit ihr und mit ihm und mit uns allen abrechnen. Wir sind nicht da gesendet worden, entsandt worden, dass wir über andere urteilen. Sondern, meine lieben Geschwister, denk gut über Muslimin, über die Muslime, aber sei kein Heuchler und erteile einen guten Ratschlag, Nasiha.